Sehr schön. Einfach mal so. Komm hier, zieh dich aus. Wir machen Liebe, mein Schätzchen. So. Hier habe ich alle so weit, ne? Ja, 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 ja. Okay. Heißt? In der Romagna bin ich fast fertig. Muss noch ein Aussichtspunkt holen. Und dann kann ich ja nach Venedig. Alter, ihr kleinen Pissnäcken, hört auf mein Pferd immer hier umzuschmeißen. Das ist doch unglaublich von euch. Was fällt euch ein? Sonst muss ich gleich anfangen, euch alle abschlachten. Wollt ihr das? Wollt ihr das? Ich mach das. Wenn ihr weiter so macht, dann töte ich euch. Da kenne ich nicht. Ach, der hat der vielleicht die ganze Zeit. Ezio! Hier drüben! So, Pferd. Ach, der Leonardo! Hat der Leonardo mich gerufen? Könnte das sein? Ah, komm. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich mir direkt mal hier das Federchen schnappen, ne? Warum nicht? Ja, 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 schrei mal weiter, Pferd, komm her. Nee, 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 nicht abhauen hier, bleib mal hier. Muss ja irgendwie noch da hinten hinkommen, ne? Mach ich jetzt mit dir. Ach, das Pferd darf hier nicht rauf, das ist doch scheiße. Der hat ein ziemlich lautes Organ, der gute Mann. Warte mal kurz. Ezio, hier, hier drüben. Oh, es war schön hier klauen. Das war es nämlich mit dem Booten. Ich kann ja gar nicht fahren. Ezio, hier, hier drüben. Ja, ja. Oh, Moment. Ein Vorpfosten. Nee, hier der Vorposten. Da gibt's noch ein Rätsel. Rätsel, Brätsel. Jetzt halt die Fresse. Ich komm schon noch. Also, ich erscheine schon noch. Wir können bald nach Venedig. Alter, kann mal irgendjemand den zum Schweigen bringen? Er nervt mich. So. Kann ich hier hochklettern? Also hochlaufen? So. Hier ist auch irgendein Teil. Da oben. Da haben wir's. Na, dann klettern wir hier mal hoch. Alter, der ist ja immer noch am Sappeln, ey. Meine Güte. Ich weiß mittlerweile, dass du da bist. Mach dir mal darüber keine Gedanken und keine Sorgen und überhaupt. Lass mich mal kurz gucken, wo waren das? Oder hier irgendwo. Hier. Ja, dann halten wir uns hier fest. So. Ich bin der Tod geworden. Der Weltenzerstörer. Dreifaltigkeit. Zugriff verweigert. Lol. Was soll ich denn mit so einem verkackten Mongo-Symbol anfangen? Jetzt mal ohne Scheiß. So. Ich gehe mal davon aus, dass es so richtig ist. Ich habe keine verschissene Ahnung. Hier wäre die 2 ja quasi frei. Ah. So. Zum Glück. Hier muss nämlich Viereck, Viereck, Kreis rein. Das gibt's überhaupt gar nicht. Hm? Hier gibt's nur Viereck, Viereck, Kreis, Kreis, Kreis. Viereck, Viereck, jetzt müsste ja noch ein Kreis mit dazu kommen. Hier gibt's Kreis, Kreis, Viereck. Hier gibt es auch das.
Dann gibt's sowas nicht. Alter, ich weiß, selbst die Lösungen sind voll der behinderte Mistscheiß, ey. Das ist doch behindert, ist das. So. In der Lösung steht Viereck, Viereck, Kreis. Was ist das richtige Kreis, Viereck, Viereck? Oder Viereck, Kreis, Kreis, Viereck oder so. Naja, egal. Abstergo Corporation betreff Genehmigung für Test. Es gibt bei jedem Experiment den Zeitpunkt, an dem wir die Resultate im Freien überprüfen müssen. In der Welt. Ich werde den Erfolg nicht genießen, aber er ist unerlässlich, wenn wir die Gründung einer neuen Weltordnung vorantreiben wollen. Globaler Frieden und Wohlstand hängen an einer festen Hand, welche die Bevölkerung leitet. Eine Hand, die nicht unter dem Gewicht des Gewissens zusammenbricht. Geben Sie O die Genehmigung. Ich glaube, dass die Geschichte uns am Ende recht geben wird. Mhm. Na denn? Ein Stein? Oh nein. Ah, U-Punkt war Oppenheimer. So. Geben Sie U-Punkt die Genehmigung. Da ist der Passcode. Wort. Zahl. Denn Oppenheimer war ja maßgeblich am Bau der Atombombe beteiligt und ich habe sie gerade gezündet. Oh mein Gott, ich bin ein schlechter Mensch. Sie meinen, ja, bla bla bla. Sie meinen 645 oder so war das jetzt. Und ein weiteres Video, uns fehlen noch genau 7 Stück. Ja. That's the way it works. Muss ich erstmal weiterklettern, bis ich wieder an diesem Balken komme. Alter. Leonardo, geh mir doch nicht so auf die Eier. Ich bin doch sofort da, Mann. Ich muss hier noch ein bisschen klettern. Siehst du das nicht? Ich bin beschäftigt. Außerdem, ich kann dich hier gar nicht hören. Guck mal, ich bin so weit weg und so weit oben. Wie soll ich dich denn von hier überhaupt hören, Junge? Denk doch mal ein wenig nach. So, sehr gut. Haben wir auf jeden Fall schon mal einiges an die Wahrheit entschlüsselt. Sind ja auch recht weit, finde ich, mit ja gut, recht weit ist gut. Wir haben jetzt alles auch aufgedeckt. Ja gut, dann kann ich jetzt nach Venezia gehen. Ist ja kein Problem. So. 39 von 73. Oh, oh. Okay, mittlerweile ist ein bisschen blöd. Ich muss unbedingt einmal zurück dann nach Montereggioni, weil jetzt kann kein Geld mehr eingenommen werden. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ach, halt's mal. Ja, ja, ach ja, hier drüben. Darf ich ihn einmal in die Fresse hauen? Bitte, 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 bitte. Ich möchte aber unbedingt. Hi. Zum Glück hast du mich nur einmal gerufen. Ich hab sofort gehört. Hab Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Di niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand. Basta. Kein Pass, kein Zutritt. Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum. Ich brauche Hilfe. Ach so. Alle an Bord. Der schreienden Frau helfen zurück. In den Hafen zu gelangen. Weißt du, die fragen nicht mal um Hilfe. Sie verlangt sie einfach. Verstehe, verstehe, verstehe. So, wie soll ich denn... Ach so, mit dem Boot. Warum mit dem? Warum nicht mit der... Ach, hier seid ihr alle scheiße. So, hier war nichts. Ja, bleibt doch mal locker. Ich bin noch auf dem Weg, Madame. So, nochmal gucken, wie ging denn das überhaupt nochmal. Ja, ich bin noch dabei. Ja, bleibt doch mal locker. Ich muss erst mal gucken, wie ich hier... Oh, verdammt. Ich komme ja sogar raus. So. Moment, wie macht das da? Hallo?
Nee, nix gehen hier. So, hilf mir doch jemand. Ja, ich bin nur irgendwie. Achso. Oh, Sole mio. Das war die falsche Richtung. Herr im Himmel. So, mehr kann ich den Text auch nicht. Ich kann nur Oh, Sole mio. So, ich rette jetzt die Frau. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich geb dir mal gleich einen Schlag. In die Fresse. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditore. Aber bitte, nennt mich Ezio. Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio, müssen wir eine angemessene Belohnung finden? Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz Ohr. So, Boot gefahren sind wir auch, haben schön gesungen. Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Und haben Katharina Sforza kennengelernt. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Ah. Bitte nehmt meine untertägige Entschuldigung an, Signore. Nö. Ich wusste nicht, dass... Das ist schon gut, mein Freund. Nö, ist es nicht. Ich mag dich nicht mehr. Du bist doof. Na dann, auf Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das nach war? Venezia. Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Katharina Sforza, Tochter des Duca di Milano. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forlì. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Ach ja, unser Ezio lässt nichts anbrennen. Vielleicht sehen wir sie ja noch mal eines Tages wieder, man weiß es nicht. Mal gucken. Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Und wie lange war ich da drinne? 2 Stunden, wa? Ich war doch selber tagelang drinne, ey. Erzählt mir doch nicht so einen Käse.